So. Als nächstes hätte ich gesagt, schauen wir mal, was wir für ein schönes Pokémon auf dieser Route hier kriegen. Dazu würde ich zuallererst mal wieder den Sorti nach vorne packen. Ach, bin ich froh, wenn unser Sorti Level 21 erreicht. Ein Knuffenser. Da bin ich jetzt direkt am Überlegen, das ins Team aufzunehmen. Okay, dann haben wir jetzt ein paar die Hardknuffenser. So, wie nennen wir den denn jetzt? Nachdem ich eigentlich kein. Ach, das wird unser Dirki. Wir haben ja keinen Pipi bekommen. Dann darf der Dirki unser paar die Hardknuffenser sein. Jetzt bin ich direkt überlegen, den ins Team aufzunehmen. Ich bin bloß überlegen, was ich dafür rauspacken soll. Weil ein Pflanzen-Pokémon dabei zu haben, wäre schon echt geil. Vor allem das Viech kann ich ja, glaube ich, sogar voll entwickeln. Das braucht ja nur einen Blattstein, nachdem es ein Ultrigaria ist. Außerdem sowohl physisch als auch speziell spielbar. Warum eigentlich nicht? Müsste nur mal schauen, was das alles für Attacken kann. Unser Sorti ist zwar nur leicht verletzt, aber ich heile jetzt trotzdem. Rein theoretisch müsste ich ja Sorti wieder rausnehmen. Weil der eröffnet uns zum einen eine ziemlich krasse Elektroschwäche und noch eine ziemlich krasse Psychoschwäche. Was kannst du eigentlich alles? Es hat ein robustes Wesen, es ist neutral. Okay. Beide Angriffswerte sind recht gut, Verteidigungswerte eher... naja. Rankenhieb, Wachstum, Wickel, Schlafpuder. Das ist ja gar nicht mal so scheiße. Ja, wenn ich irgendjemanden dafür raustun muss, ist es Sorti, weil der ist momentan mein schwächstes Teammitglied. Und außerdem hätte ich gern das bisschen mehr Typvarietät mit drin, auch wenn unser Dirki auch wieder ein Gift-Pokémon ist. Womit wir schon wieder so viel Psychoschwäche haben. Aber Pflanzen-Pokémon, die keinen Gift-Typ haben, findet man in Gen 1 nicht wirklich. Außer Tangela und Owei. So, ja gut, ich glaube, ich werde dann mal wieder ein klein wenig Offscreen-Training machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Kleines Update. Ich wollte nicht in den Pokédex gehen. Ich wollte hier rein. Der Dirki ist Level 18. Marvin hat dabei auch Level 18 erreicht, weil ich hin und wieder mal ein bisschen durchwechseln musste, wenn es mal eng geworden ist. Und ja, das war's dann auch so ziemlich von dem, was passiert ist. Jetzt darf die Belly nach vorne. Unser Dirki hat zwar relativ viele KP, aber leider sind die Verteidigungswerte ziemlich bescheiden. Also, Fight hat bessere Verteidigungswerte als Dirki und das will was heißen. Auf jeden Fall, wir müssen uns jetzt noch unser Fahrrad holen. Unser Fahrrad. Yay.
fällt mir ein, wir dürfen ja gleich nochmal ein neues Pokémon fangen. Gibt's hier nicht noch irgendwas mit Bären? Das sieht hier nicht so aus. Unten auf der Route 11. Zwei Routen, die wir erstmal abklappern müssen. Die Diktas-Höhle mache ich erst nach dem... So. Hier haben wir einen Aufwecker. Okay. Schauen wir mal, was wir hier auf dieser Route kriegen. Habitak, wir haben doch schon unsere Lotte. Ich hoffe bloß, dass es kein Traumato ist. Sandern haben wir doch auch schon, unseren Kenji. Bleibt hier eigentlich noch irgendwas? Ich glaube, einen Rettern könnten wir hier noch kriegen. Aber das wär's dann, glaube ich, auch schon. Und es ist ein Traumato. Dann kriegen wir halt so einen kleinen Pedo. Ja. Ich hatte im Feuerrot Let's Play schon einen dabei. Ja, gut. Er hat den Überzahn überlebt. Also muss ich ihn hier wohl fangen. Bin kein Freund von Traumato. Und der bricht sogar noch aus. Glaub's gar nicht. Er lässt mich ja sogar ganze zwei Pokebälle verschwenden. Schläfern kann ich den auch nicht, weil das Viech hat Insomnia, das kann ich einschlafen. Der kommt jetzt aber erstmal definitiv nicht ins Team. Ja gut, den will ich jetzt. Ich will niemanden antun, nach einem Traumato benannt zu werden. Jetzt muss ich das kurz überlegen, passt der Name da rein? 1, 2, 3, 4. Ja, passt rein. Dann ist das nämlich unser Pedobär. Ist das B? Allerdings keinen Aufwecker verschwenden würde, um unsere Valley wieder aufzuwecken. Das Traumato kommt nur dann ins Team, wenn ich keine anderen Pokémon mehr habe. So viel ist da mal gleich mal vorweg gesagt. Mal der Typ da unten, der hat doch ein paar Quapsel. Das wäre doch eine super Gelegenheit, unseren Birki mal auszuprobieren. Birki können wir jetzt sowieso super auf der MSN brauchen. Schlafpuder. Das natürlich erstmal daneben geht. Wieso sind wir eigentlich langsamer als ein Quapsel? Also gut. Weder Knopfenser noch Quapsel sind allzu schnell, aber. Außerdem, wieso trifft er mit Hypnose und ich hau mit Schlafpuder daneben? Er macht schon wieder einen Volltreffer. Der hat schon wieder so viel Hex auf seiner Seite, dass will man schon gar nicht mehr glauben. Und schlafen auch noch schon drei Runden. Ja, Dirki, ich würde dir nicht
Stiefel nehmen wir nochmal auf, was genau. Das wollte ich sagen. So. Dann haben wir den jetzt zumindest mal angeschläfert. Jetzt können wir sehr effektiv wenigstens zurückhauen. Ui, das macht sogar ganz schön Schaden. Heilungswerte von Dirkim mögen zwar absolut grottig sein, aber seine Angriffswerte sind super. Okay, Dirkim, tu mir einen Gefallen und triff. Das Vieh ist one-hit für dich, das weiß ich. Oh, doch nicht. Aber fast. Komm, triff einfach nochmal. Triff nochmal. Triff, 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 triff. Jawohl. Level 21 muss das durchhalten, dann ist er ein Ultrigaria. Okay. Wir haben doch noch irgendwo ein paar normale Tränke rumliegen, oder? Ja, haben wir noch. Also ganz ohne KP will ich ihn jetzt auch nicht dastehen lassen. Das ist ein Elektriker-Fuzzi, der hat doch ein Magnetilo. Fight und Kenji könnten das beide machen. Für Fight kriege ich weniger Momente, wo ich ihn wirklich sicher effektiv benutzen kann. Das macht jetzt genau 20 Schaden. Das nächste Magnetilo und ja, ich wechsle lieber mal. Dann graben wir uns erstmal ein. Super schade. So, das ist definitiv ein One-Hit. Bleiben wir mit Kenji gleich drin. Zum Glück geht der Superschall daneben, weil Magneton kriegen wir mit einem Schaufel auch ziemlich sicher gewonnen. Das wieder schön nach oben. Ich habe übrigens bei unseren Pokémon auch mal so ein bisschen Interesse halber durchgeschaut, wer den höchsten Angriff hat. Ihr dürft dreimal raten, wer es ist, aber ich sag's euch jetzt sowieso, es ist Marvin, unser Bibor. Hat den höchsten Angriff, aber macht den wenigsten Schaden, weil er einfach keine anständigen Attacken hat bis jetzt. Deswegen freue ich mich ja schon, wenn der endlich seine Duo-Naden kriegt. Und dann hat er eine anständige Attacke. Das hast du schön gemacht, Willi, dass du den zurückschrecken hast lassen. Dafür hast du dir dieses Level-Up auch auf jeden Fall verdient. Ein Myrapla kommt in den Kampf. Mal dafür denn was? Probieren wir es einfach mal mit Marvin. Myrapla kann eh nur Absorber und vielleicht Säure. Gegen beides haben wir eine Resistenz. Erstmal wieder aufpumpen. Ich bin am Überlegen, Marvin einen Sonderbonbon zu geben, sobald er Level 19 erreicht. Er ist mir hier einfach wert. So,
Hey, er macht ja Volltreffer. Er kann's ja doch. Hey Marvin, das ist ein neuer Rekord. 2 von 3 Angriffen und Volltreffer. Dann wollen wir das nochmal hinkriegen. Nein Marvin, du machst schon wieder bist schon wieder rückfällig. 2 Treffer ist böse. Ja, so geht das. Auch wenn der jetzt nicht mehr nötig gewesen wäre. So. Ich lasse den Marvin gleich vorne. Der soll jetzt sein Level 19 machen und dann gebe ich ihm sein Sonderbonbon. Ein männliches Nidoran. Kann das noch Schnabel? Alle anderen Attacken von dem Viech werden mehr oder weniger ungefährlich. Ja, genauso meine ich das. Doppelkick trifft mir auf eine Doppelresi. Marvin, was haben wir über 2 Treffer ohne Volltreffer gesagt? Nein. Wenn du schon nur 2 Treffer machst, dann will ich mindestens einen Volltreffer da drin haben. Er kann sogar noch schnabeln. Komm schon, Marvin. Hau ihm mal ein paar Crits um die Ohren oder so. Oder 4 Treffer. Ich sagte 4. Nicht du Volltreffer. Marvin soll Volltreffer machen. Wozu mache ich den Energiefokus überhaupt? Wenn Nidorino kommt, dann kann ich jetzt mit dem so geschwächten Marvin kaum noch drin bleiben. Vor allem, weil ich befürchte, dass das Viech ebenfalls Schnabel kann, mir dann einen Volltreffer um die Ohren haut und dann und es dann aus ist für unser Marvin und er nicht mal mehr dazu kommt, seine beste Attacke zu lernen und endlich mal brauchbar zu werden. Sonst war uns die ganze Zeit ein Klotz am Bein und hat nichts gebracht. Na gut. Irgendwo bringen wir ja schon was. Aber er könnte so viel mehr bringen, wenn er bessere Attacken hätte. Eine X-Abwehr. Ja, wer weiß, wofür wir die mal brauchen können. Und ist hier irgendwas? Nö, hier ist nichts. Jetzt mal trotzdem ganz kurz ins Pokémon Center.